Die GWD-Spielerinterviews werden Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, nach dem heutigen Spiel gegen Melsungen, das dritte Mal habt ihr euch mit denen auseinandergesetzt, Flo, kann man zunächst mal sagen. Melsungen hat das Spiel weniger gewonnen, als dass ihr es verloren habt, oder? Ja, kann man so sagen. Also jeder hat heute genug Fehler gemacht, vor allem erste Halbzeit. Ich weiß auch nicht, was da los war. Wir kriegen keinen Abpraller. Motivation stimmt auch noch nicht so ganz. Zweite Halbzeit machen wir es erst ganz gut wieder, aber ja, zum Schluss ist wieder der Wurm drin. Du hast es gerade angesprochen, das ist so, im Grunde genommen kann man das sagen, ist eine Philosophie, wenn man keinen Abpraller kriegt in der Deckung, dann geht irgendwie das Spiel verloren, weil das auch ein Stück Einstellung ist, oder? Ja klar, es ist auf jeden Fall ein bisschen Einstellung, aber es lag jetzt nicht nur an den Abprallern, klar, es war ein Zeichen dafür. Aber wir haben einfach viel zu spät angefangen, mal richtig zu kämpfen. Es hat halt erst zweite Halbzeit angefangen. Das ist zu spät. Und dann kommen natürlich auch nochmal ein paar dumme Fehler, die halt auch immer mal passieren. Aber dann muss man halt eigentlich schon fast perfekt spielen, um nochmal eine Chance zu bekommen. Ja, du sprichst die dummen Fehler an. Aber obwohl ihr wirklich relativ schlecht heute gespielt habt, zwischen der 45. und 50. Minute, wäre das Spiel zu drehen gewesen. Und dann haben sich die Fehler so gehäuft, obwohl wir wirklich sehr, sehr gute Chancen hatten. Ja, also jeder macht dann nochmal einen Fehler, den er vielleicht auch normalerweise nicht macht. Ich spiele auch dann ein paar Mal dem Gegenspieler einen Ball in die Hände und lade den einmal ein zum Gegenstoß. Da hat jeder heute seine Fehler gemacht und deshalb war es einfach nicht zu gewinnen. Du bist ja ein Spieler, der vor allen Dingen von seiner Schnelligkeit lebt. Wenn du heute diese Kanten gegen dich gesehen hast, ist das irgendwie eine ganz andere Gewichtsklasse, oder? Ja, aber das haben ja mehrere Mannschaften und wir haben auch gegen Mannschaften gewonnen, die auch in einer anderen Gewichtsklasse spielen. Also ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die, sag ich jetzt mal, mit so etwas kleineren Spielern spielen, wie wir jetzt. Aber wir kriegen es ja trotzdem normalerweise gut hin. Ich weiß nicht, ob es einfach nicht nur unser Tag war oder was genau war, auf jeden Fall sah es nicht gut aus. Ist das dann hilfreich und gut, wenn man jetzt eine etwas längere Pause hat? Auf jeden Fall, also jeder kann nochmal in sich gehen und dann, ja, denke ich mal, nächstes Spiel sieht dann wieder ganz anders aus. Jeder weiß, was er am besten lassen soll und dann wird das wieder auf jeden Fall besser. Dankeschön, Florian Freitag.